geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute bestellen wir das Huggy Wuggy Happy Meal. Huggy Wuggy ist einfach ein Monster, was in einem verlassenen Spielzeugladen sein Unwesen treibt. Und jeder, der da reingeht, kommt dann nicht mehr lebend raus. Aber wir gehen heute ja zum Glück nicht in diesen Spielzeugladen, sondern wir holen das Happy Meal davon. Und das machen wir auch nicht alleine. Mit dabei ist nämlich auch noch Vogelmann. Was geht ab, Freunde? Ich habe schon so krass Hunger auf die leckeren Happy Meals. Oh mein Gott, ja, ich habe auch schon so Lust auf Happy Meals und was Richtiges zu essen. Das Ding ist, du weißt, das ist die Huggy Wuggy Special Edition von dem Happy Meal. Bestimmt ist da mega hammergruseliges Zeug drinnen. Ja, da könnte einfach alles drin sein. Freunde, gebt jetzt auch mal einen fetten Daumen nach oben. Im letzten Video haben wir ja dem roten Wächter vom Squid Game die Maske abgenommen. Und seitdem halten wir ihn bei uns im Keller gefangen, Freunde. Bei 10.000 Likes zeigen wir ihn euch. Und das einfach ohne blöde Maske. Ja, das wird viel zu krass. Abonniert jetzt auch mal kostenlos diesen Kanal mit all dem, was wir jetzt gesagt haben. Let's go! Okay, Freunde, wir haben es mittlerweile 3.08 Uhr mitten in der Nacht. Und das ist die Uhrzeit, wo wir die Huggy Wuggy Happy Meals bestellen können. Es geht nämlich nur um 3 Uhr. Und das ist so gruselig, Freunde. Irgendwie gibt es diese ganzen Special Happy Meals von McDonald's immer nur um 3 Uhr. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen direkt mal in die Liefer-App und bestellen welche. Hier einmal mit Chicken Nuggets und einmal mit Cheeseburger. Weil zwischen denen haben wir auch die Auswahl. Und jetzt müssen wir nur noch Huggy Wuggy Happy Meal dazu schreiben. Okay, perfekt. Und jetzt nur noch bestellen klicken, okay? Und jetzt ist es bestellt. Das heißt, es sollte jetzt einfach in der nächsten halben Stunde ankommen. Bist du gespannt, Vogelmann? Ja, ich bin mega krass gespannt, weil Huggy Wuggy ist ein Monster. Warte mal, was war das? Das war doch die Türklingel, oder? Aber es kann doch nicht sein, dass unser Happy Meal schon angekommen ist. In genau 3 Minuten. Ja, das waren jetzt gerade nur 3 Minuten oder so. Aber gut, dann lass uns direkt mal nach draußen schauen. Kommt mit hier rüber. Ey, wenn das jetzt schon das Happy Meal wäre, das wäre so krass. Oh mein Gott, aber gut, wir öffnen die Tür in 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott, das ist wirklich schon da. Hier steht was. Und ja, hier steht was drauf. Huggy Wuggy. Oh mein Gott. Und ja, hier drin sehe ich auch schon die Happy Meals. Das Ding ist, sonst ist weit und breit keiner da. Es hat doch gerade erst geklingelt, oder? Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich drin wieder, wenn wir das Ganze aufgebaut haben. Bis gleich. Okay, Freunde, wir sind wieder drin und hier ist die Tüte, die gerade einfach draußen stand. Und schauen wir mal rein. Hier drin sind erstmal die 2 Happy Meals. So, hier sind sie und da ist noch was drin. Irgendwie ganz viele Strohhelme mit irgendeinem grünen Glibberzeug dran. Hier geht's. Ist ja mega krass, aber habt ihr schon mal so viele Strohhalme gesehen? Also ich auf keinen Fall. Und hier ist auch noch eine Serviette drin. Und schaut mal, die ist einfach schon mit irgendwie Blut voll oder so. Was ist das? Oh mein Gott, mega krass. Aber gut, dann lasst uns die Tüte erstmal zur Seite tun und jetzt zu den Happy Meals kommen. Und schaut mal, Freunde, die sehen einfach so krass aus. Einmal mit einem blauen Huggy Wuggy und irgendwie der Aufschrift sehr gruselig. Und einmal mit einem grünen und irgendwie mit überhaupt gar nicht gruselig. Okay, ist ja mega komisch. Dann haben wir jetzt ein sehr gruselig und ein überhaupt gar nicht gruseliges Happy Meal hier. Das Ding ist, was ist, wenn in dem überhaupt nicht gruseligen schon sowas Gruseliges drin ist, dass wir diese sehr gruselige gar nicht mehr aufmachen wollen? Lass uns aber trotzdem mit dem grünen Happy Meal hier beginnen. Ja, da hast du recht. Dann lass uns lieber mit dem überhaupt nicht gruseligen anfangen. Aber danach machen wir direkt das sehr gruselige. Okay, dann das hier mal zur Seite und jetzt das überhaupt nicht gruselige aufmachen. Oh mein Gott, wie geht das überhaupt auf? Aber gut, hier, ich hab's und jetzt kann ich's einfach öffnen und... Oh mein Gott, was ist denn das? Ist das eine Banane in einem Happy Meal? Igitt. Die wollen doch nicht sowas Gesundes im Happy Meal oder hast du Lust auf eine Banane, Vogelmann? Ja, Banane, Banane. Okay, okay, ist ja gut, Vogelmann. Hier hast du deine Banane. Was ist das? Hä, was ist? Schau mal hier. Oh mein Gott, die ist ja irgendwie schon aufgeschnitten. Dann schauen wir mal, was drin ist. Und Igitt, wie sieht das denn aus? Irgendwelche Nägel und so. Öffnen wir sie mal ganz, aber sonst ist sie, glaube ich, eine ganz normale Banane. Ja. Das Ding ist, ich würde die an deiner Stelle überhaupt nicht mehr essen, Vogelmann. Tun wir die lieber mal zur Seite. Und machen jetzt direkt mal weiter mit dem nächsten Gegenstand hier aus diesem Happy Meal. Und oh mein Gott, hier ist auch noch so ein Ketchup drin, aber der sieht eigentlich ganz normal aus. Ist halt ein ganz normaler Ketchup, der normalerweise dabei ist. Also tun wir den auch mal weg und so. Mein Gott, was ist das hier? Oh, das sieht aus wie so eine Tasche voller Blut oder so. Igitt, was ist denn das? Das Ding ist, sieht Blut nicht eigentlich anders aus? Lass uns die direkt mal öffnen. Tu das nicht. Ach, komm schon, Vogelmann, wir müssen die jetzt aufmachen. So, hier weg und jetzt dürfen wir sie nur noch aufschneiden und dann ist sie offen. Ja, perfekt. Und jetzt können wir ja probieren, ob diese Flüssigkeit hier rausläuft. Und schaut mal, ja, die läuft da runter. Ist ja mega krass, aber gut, dann Mund auf und schmecken lassen. Let's go. Wie schmeckt es? Das ist eklig.
gelegt. Nein, Spaß, Vogelmann. Das ist einfach voll der leckere Sirup. Du musst auch mal probieren. Das schmeckt ja nach süßer Erdbeere lecker. Ja, oh mein Gott, wie krass. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir sowas richtig Leckeres aus dem Happy Meal ziehen. Also zumindest aus einem der Special Happy Meals. Die waren nämlich immer mega ekelhaft. Aber da ist noch mehr drin. Okay, dann hol du jetzt mal das nächste raus. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was es sein wird. Krass, irgendwas Weißes. Oh mein Gott, was ist das? Pommes? Aber das sind ja irgendwie keine normalen Pommes. Da ist irgendwie so was ganz komisches Weißes hier oben drauf. Aber gut, lass die uns direkt mal auf den Tisch ausleeren. So, und geht's? Boah, wow, was ist denn das? Die können wir ja nicht mal essen, Vogelmann. Die sind ja auch voll blutig, oder? Das Ding ist, vielleicht ist es ja auch so ein Sirupblut wie vorhin. Lass mich mal eine probieren. So, Mund auf und rein damit. Aber, nee, das ist jetzt diesmal kein Sirupblut. Das schmeckt irgendwie voll metallisch, aber gut. Dann können wir das hier auf jeden Fall jetzt erstmal nicht essen. Och, Mann. Aber, Freunde, ich sehe hier noch ein Ding drin und es sieht aus wie ein Cheeseburger. Und die Cheeseburger sind immer das Krasseste in den Happy Meals. Das Ding ist, das ist ja noch nicht mal das gruselige, sondern das überhaupt nicht gruselige Happy Meal. Und eigentlich war das, was hier drin war, schon übel krass. Aber gut, dann holen wir jetzt mal noch den Burger raus. Und hier ist er. Legen wir ihn mal hier hin und packen ihn auf. Das Ding ist, eigentlich sieht es aus wie ein normaler Burger, oder? Wow. Oh mein Gott, was ist das? Schaut mal, ich bekomme gerade einfach einen Anruf von Huggy Wuggy. Wie krass ist das denn? Oh mein Gott, das Ding ist, woher hat er meine Telefonnummer? Die musstest du bei der Bestellung eingeben. Stimmt, du hast recht, die habe ich ja bei der Bestellung angegeben. Das Ding ist, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal ran. Gib einen fetten Daumen nach oben, Freunde, und let's go. Hallo, wer ist da? Oh mein Gott, wie krass. Hat er gerade wirklich gesagt, er will uns holen? Und oh mein Gott, er hat schon wieder aufgelegt. Ist ja viel zu gruselig. Oh mein Gott, nicht, dass er hier reinkommt. Das kann er nicht. Ich habe alle Eingänge abgeschlossen. Okay, dann ist gut. Dann lass uns direkt mal mit dem Burger weitermachen, weil ich bin so gespannt, ob der wirklich normal ist. Weil wenn ja, dann könnten wir den ja wirklich essen. Der erste Burger, den wir endlich essen können. Und ja, Freunde, dieser Burger sieht eigentlich mega normal aus. Dann lass mich direkt mal probieren. Okay, wir beißen rein in 3, 2, 1 und... Boah, was ist denn das, Vogelmann? Igitt, was ist denn hier oben dran? Sind das Fische? Oh mein Gott, ja, das sind Fische auf diesem Burger. Und wir haben doch keinen Fischmeck bestellt, oder, Vogelmann? Nein, einen Hamburger. Nee, es waren normale Hamburger und hier sind einfach Fische drauf. Aber gut, wenn das hier das überhaupt nicht gruselige Happy Meal war, dann müsste jetzt in diesem sehr gruseligen, ja übel das krasse Zeug drin sein. Und Freunde, es sieht ja auch schon so viel gruseliger als das andere aus. Und Huggy Wuggy ist jetzt einfach blau und nicht mehr grün. Aber gut, Freunde, haltet euch fest. Ich mache das Happy Meal jetzt auch. Okay, und ich sehe da schon mega viel Zeug drin. Das Ding ist, hier ist ja auch Huggy Wuggys Herz und es blutet. Warum das denn? Hat Huggy Wuggy vielleicht ein gebrochenes Herz oder so? Freunde, spammt jetzt mal Herzen in den Chat, damit wir Huggy Wuggy wieder gut kriegen. Vielleicht ist er dann ja gar kein Monster mehr oder so, aber gut. Jetzt schauen wir wirklich rein. Und ich habe hier vorhin schon was gesehen. Und das sind diese normalen Äpfel von McDonald's. Und die sind diesmal auch wirklich normal. Machen wir sie mal auf, so hier. Und ja, das sind ganz normale Äpfel, die können wir auch einfach so essen. Wie lecker. Das Ding ist, hier ist noch was drin und das kann eigentlich nicht sein. Das ist ein ganz normaler Apfel. Freunde, warum ist neben den Apfelstücken, die hier an sich schon drin sind, ein ganzer Apfel im Happy Meal? Hattet ihr sowas schon mal, Freunde? Schreibt's in die Kommentare, aber gut. Hier ist ja noch was drin und das ist dieser Fruchtquatsch. Ja, lecker Fruchtquatsch. Quatsch. Ja, oh mein Gott, Vogelmann, ich weiß, du liebst Fruchtquatsch. Den werden wir jetzt direkt trinken. Ja, aber teste vorher lieber mal, bevor du ihn probierst, ob das wirklich ganz normal Fruchtquatsch ist. Weil wir haben ja gerade gesehen, dieser Burger war eigentlich, obwohl er normal aussah, kein normaler Burger. Schütt es am besten mal in dieses Glas hier. Und let's go, Vogelmann. Aber, oh mein Gott, was ist das denn, Igitt? Das ist ja irgend so eine Brühe. Das ist ja kein normaler Fruchtquatsch mehr. Nein, das stinkt auch mega nach Stinktierfurz. Nee, das ist nicht der Fruchtquatsch, den du so liebst. Ach man, jetzt habe ich mich schon so auf ihn gefreut. Aber Vogelmann, ich habe eine Idee. Wenn jetzt ganz viele Leute in die Kommentare schreiben, dass wir das trinken sollen, dann machen wir das. Schreibt jetzt entweder Vogelmann soll es trinken oder Dr. Light soll es trinken in die Kommentare. Und der, wo mehr Kommentare bekommen hat, der muss es am Ende dieser Folge trinken. Das wird so krass, Vogelmann. Aber schauen wir mal, was hier noch drin ist. Und Igitt, was ist denn das? Das fühlt sich so wabbelig-babbelig an. Und schaut mal, das ist auch so irgendwie grün. Naja, machen wir es mal auf und riechen dran. Und
Oh, wie riecht das denn? Und wie sieht das überhaupt aus? Schaut mal hier rein, Freunde, ihr geht's. Das ist irgendwie so ein grüner Schleim oder so. Schütten wir es mal hier drauf, ihr geht's, ja. Einfach so grüner Bubble-Bubble-Schleim. Und zwischendrin auch noch solche Chicken Nuggets. Das Ding ist, vielleicht schmeckt es in der Kombination ja gut, oder? Ich würde sagen, wir probieren die mal, Freunde. Lasst jetzt mal einen fetten Daumen nach oben da, wenn ich das jetzt probieren soll. Weil es sieht schon echt eklig aus und riechen tut's auch übel eklig. Ugh. Aber gut, wir probieren mal. Let's go. Und wie ist es? Und wow, eigentlich schmeckt es mega gut, Freunde. Ist ja ultra lecker. Mm. Und dazu vielleicht noch ein bisschen Ketchup. Mm. Das ist ja mega lecker. Das musst du auch mal probieren, Vogelmann. Auf keinen Fall, das ist mega ekelig. Herr Doktor, was machst du da? Das ist so lecker, Vogelmann. Ich will gar nicht mehr aufhören zu essen. Aber du hast schon recht, hier sind noch mehrere Sachen drin. Dann lass uns mal schauen, was noch die letzten Sachen in diesem sehr gruseligen Happy Meal sind. Und die sehen auch wirklich so gruselig aus. Okay, holen wir dieses gruselige Ding hier einmal. Warte, Doktor. Was ist, Vogelmann? Schau mal auf die Uhr. Ach, stimmt. Ja, es ist schon fast 4 Uhr. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell zur NDBL. Die NDBL ist einfach das krasseste Event des Jahres, wo 4 Teams gegeneinander mit Nerfs spielen. Da muss ich dann mit meinem Dino-starken Team in 60 Sekunden so viele Becher wie möglich umblastern. Und das ist jetzt sogar schon unser zweiter Spieltag. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt direkt mal ein paar Ausschnitte davon. Oh, Magic Beaver, du auch hier? Ja, hi. Ich muss mal halt, ne? Ja, okay, dann verplemper nicht zu viel Zeit, ne? Bis gleich. Doc? Sind komplett verrückt. 60 Sekunden laufen ab jetzt und ab durch die Schaumstoffwand. Und da hauen sie richtig drauf. Und da werden die Blaster getauscht und ganz schnell gemacht. Cayman fängt an, hier schon einzusammeln. Alle komplett wirr durcheinander und versuchen jetzt in den letzten 10 Sekunden die Becher zu sammeln. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. 18! Ja! Unser erster Mund! Sie ab und freuen sich wie verrückt. Ihr seht es im Hintergrund. Die ersten 2 Siegespunkte gehen an Team Was mir leid. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, auch wenn es mit dem Augenzwinkern ist. So, Freunde, das war jetzt das NDBL-Match und jetzt gebe ich direkt rüber zu dem Doktorleit in Stuttgart und da machen wir jetzt weiter, wo wir aufgehört haben. Let's go! Und wir sind wieder zurück in Stuttgart, Freunde. Wie krass ist das denn gewesen? Freunde, wenn ihr das Ende vom Match sehen wollt, dann klickt jetzt hier oben auf die Infokarte oder geht auf den ersten Link in der Beschreibung und feuert uns an, indem ihr Team Was mir leid dort in die Kommentare schreibt. Abonniert auf jeden Fall auch noch den Nerf Teamsport-Kanal, um keine Matches mehr zu verpassen. Und das Beste ist, ihr könnt die Nerf-Action selber zu Hause erleben. Stellt euch einfach ein paar Becher auf, schnappt euch eine Nerf und blastert die Becher um. Aber gut, Freunde, lasst uns mal schauen, was hier noch in diesem sehr gruseligen Huggy-Wuggy-Happy Meal drin ist. Und Freunde, ihr werdet es mir nicht glauben, aber es ist wirklich was mega Gruseliges drin und das befindet sich in der Tüte. Ich hab's schon so ein bisschen gesehen, aber ich lasse sie mal raus, Freunde. Und das sind einfach Augen, Freunde. Aber gut, das sind ja keine normalen Augen, sondern einfach nur Plastikaugen. Die kennen wir ja irgendwie schon. Dann wieder rein damit ins Happy Meal. Das Ding ist, jetzt hier nichts mehr drin. Nee, überhaupt nicht. Aber wir haben doch in der Mitte vom Video gesagt, wer mehr Kommentare hat, muss dieses Ding hier trinken. Und ich würde sagen, wir schauen direkt mal nach, wer mehr Kommentare hat. Aber das kann nicht sein. Und ihr habt öfters geschrieben, dass ich das Ganze trinken soll und nicht Vogelmann. Haha, danke, Freunde. Jetzt muss ich die Brühe nicht trinken. Tja gut, du kannst dich freuen, Vogelmann. Aber ich würde sagen, ich halte das Ganze ein. Denn das, was ihr wollt, machen wir auch. Freunde, gebt einen fetten Daumen nach oben. Und ich trinke das Ganze in 3, 2, 1... Und schmeckt es, Doktor? Oh, es ist eklig. Haha, Doktor, hast du verdient. Warte, Doktor, was passiert mit dir?